Ja, immer dieses Tasten, ne, Geklimper da. Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zu einer ganz besonderen Folge. Es tickert mich, dass bei meiner Kamera irgendwas da dran hängt, was da nicht dran hängen soll. Egal. Herzlich willkommen zu einer etwas anderen Folge oder einer speziellen Folge von Forever Stranded. Ich hoffe, deswegen nehme ich diese Folge auch relativ früh auf, 2 Tage davor schon. Also eben ist erst die andere Folge rausgekommen. Also vor 2 Tagen habe ich diese Folge hier aufgenommen, wenn ihr das seht. Ich hoffe, dass ich es bis dahin hingekriegt habe, dass sich einiges ändern wird. Das werdet ihr dann allerdings sehen. Der Titel dieser Folge lautet wahrscheinlich, das weiß ich nicht so genau, ich ziehe um. Das hat einen tatsächlich wahren Hintergrund. Ich ziehe tatsächlich um, also nicht im echten Leben, sondern in Forever Stranded. Und ja, das ist kein Scherz. Ich ziehe um. Ich baue tatsächlich eine neue Basis. Wo man sich doch jetzt bestimmt fragt, was soll das? Da ist ein Schiff, da kannst du dich rein verkriechen. Du hast hier doch schon. Hast hier doch schon unglaublich viel gebaut und sonst was. Ich zeige euch gleich auch noch, ne, was das hier zum Beispiel ist, ne, und was dieser Drawer da macht mit Oakwood. Ne? Und was mit diesem Photogenic Insulator los ist, warum der so gelbe Ecken hat und was zum Beispiel. Okay, was das hier für ein Unfall ist. Ich habe mal wieder Zellen vergrößern müssen. Ich habe jetzt 3 Zellen. Ich habe die Zelle. Ne, die Zelle hier habe ich ein bisschen aufgesplittet. Oh, in die. Also, ne, und was hier schon wieder für eine leichte Vergrößerung ist, zum Beispiel auch hier mit. Und was das hier ist. Und warum hier dieser Induction-Smelter jetzt doch steht und sonst was. Alles ein bisschen kompliziert. Erzähle ich gleich. Erstmal, ich ziehe um. Und wohin? Fragt man sich natürlich jetzt. Nach da. Nach oben. Und das kennt ihr vielleicht von Skate 702. Der hat seine Plattform mal auf 200 gebaut. Also seine Plattform, auf der er jetzt die ganze Zeit arbeitet. Nachdem er gedacht hatte, das da unten, das ist einfach zu vermüllt. Gut, jetzt stehen wir hier heute in Folge 19. Und ich sage, das hier unten, das ist einfach zu vermüllt. Lass es mich ein bisschen erklären, okay? Also hier haben wir unsere Lavaproduktion. Die brauchen wir nicht mehr. Okay, wir sind jetzt auf solare Energie umgestiegen. Hier haben wir ein Solar Panel 5. Das ist mit 8 Millionen RF gefüllt. Okay. Hier haben wir sonst auch noch eine Capacitor Bank, ja, die ist nochmal 4 Millionen F gefüllt. Dann haben wir hier, okay, der jetzt nicht, aber der ist voll, die hier hinten sind alle voll, ne? Ich weiß aber gar nicht, was mit denen falsch ist, warum die nie voll sind, puh, keine Ahnung. Ne? Also hier ist ein Solar Panel 5, was gerade ungefähr, oder nicht ungefähr, sondern das produziert 512 RF pro Tick. Das ist so viel, glaube ich, wie unsere ganze Farm hier nicht. Das können wir sogar herausfinden. Einer dieser Lava-Generatoren produziert maximal 45 F pro Tick. Das steht hier. Also der kann maximal, egal wie viel Lava er bekommt, maximal 45 F pro Tick machen. Gehen wir einfach mal davon aus, dass Lava verfügbar ist, was sie ja die meiste Zeit auch ist. Ne? Zum Beispiel hier ist ja alles voll. Okay, der, ne? Gut. Kommen wir auch gleich zu. Also maximal 45 F pro Tick macht 45, 90. Dann zwei davon macht 180. Und davon zwei macht 360. Dieses Solarpanel produziert mehr als unsere gesamte Stromproduktion bisher zusammen. Und das ist ein Block. Ein Block. Okay? Und es hat auch mehr gespeichert. Da sind 8 Millionen EF drin. Es produziert gerade gar nichts. Weil es halt einfach. Ne, hier, Generation 512 EF pro Tick. Es macht aber nichts. Selbst wenn hier dieser Lewis-Melter läuft und Conductive Iron produziert. Wegen das hier. Wegen dem hier meine ich. Kommen wir gleich zu. Okay, also. Wir steigen auf solare Energie um, und zwar komplett. Und wir bauen eine Basis da oben. Und zwar nicht heute, leider nicht heute. Warum nicht? Keine Zeit. Also das ist wirklich, das mache ich wahrscheinlich im Stream. Ich hoffe, ich kriege es jetzt im Stream hin. Ich hoffe auch, dass meine Lampe gar nicht so hell ist, wie sie erscheint. Weiß ich nicht. Ich könnte sie ein bisschen runterdrehen. Mache ich aber nicht. Ja gut, schlecht ausgeleuchtet, okay, aber pff, das war ich doch schon. Ich meine, es ist nicht mehr so schlimm wie damals, nicht wahr? Auch der ME-Core, der ME-Controller, nicht Core,
eigentlich, wird dieses hässliche Kabel hier wahrscheinlich nicht mehr bekommen. Eventuell wird er sogar eine eigene Solarzelle bekommen. Ich möchte euch das auch mal kurz demonstrieren, okay? Das ist gerade unser Solarzellenvorrat. Die Dinger hier so, funktionieren nicht, warum auch immer. Generell funktionieren irgendwie keine Upgrades. Das ist unser Solarzellenvorrat, ja? Das ist jetzt hier ein Solar Panel 2. Habe ich noch nie irgendeins benutzt. Hier ein Solar Panel 3, hier ein Solar Panel 3. Ja, das ist, das habe ich schon zum Beispiel schon von da hinten abgebaut. Da habe ich jetzt einen Vierer stehen. Na doch, richtig. So, hier ist Solar. So. Dann sind hier jetzt noch zwei Solar Panel 4, die alleine 128 Elf pro Tick machen. Und das zweite davon habe ich noch gar nicht aufgebaut. Okay. Das ist ein Solar Panel 5. Das ist unser absolut stärkstes Solar Panel. Das ist enorm krass. Okay. Also das habe ich aber nicht mal benutzt bisher. Das könnte ich komplett eigentlich nur für den ME-Core benutzen. Okay. Ich werde aber wahrscheinlich für den ME-Core trotzdem nur eine Vierer benutzen. Im Zusammenhang mit einer Capacitor Bank. Damit das auch nachts nach Möglichkeit läuft. Weil mein Core aktuell ja, glaube ich, auch noch nicht 128 F pro Tick überhaupt verbraucht. Okay, da viel, so viel dazu. Also, es wird sich einiges ändern. Ich hoffe, ich kann wie in Skyfactory 3 hier in eine neue Phase einsteigen. Obwohl ich na, bei diesem Projekt deutlich mehr dahinter stehen kann als bei Skyfactory 3, aber es ist auch so schon deutlich cooler, finde ich zumindest. Zum Beispiel hier mit meiner Facecam. Hallo. okay. Eventuell werde ich sogar einen neuen Rahmen machen. Ich werde aber gucken, was geht. Und es wird auch eventuell ein neues Intro geben. Darauf seid aber bitte mal gespannt. Ja? Ich muss auch nochmal ein paar Sachen gucken und ausprobieren. Und machen und tun. Ich meine, ich habe ja bis zur Folge von Montag Zeit. Also übermorgen kommt eventuell eine Folge, die sich gewaschen hat. Hoffentlich. Gut, jetzt nach 7 Minuten, das ist eigentlich gar nicht so viel für das, was ich vorhabe. Übrigens, ich werde auch wahrscheinlich einen größeren ME-Core bauen. Ne? Das wird wahrscheinlich auch der Fall sein. Also ich werde wahrscheinlich einen 3x3x3, das wären dann, also 3x3x3, das wären zwar keine 27, obwohl ich auch 27 ME-Cores machen könnte. Wie viel Pure Flux Crystals habe ich? 36. Das würde ja immer noch für 9 weitere ME-Cores reichen. Und ich glaube, ich brauche gar keine 9, oder? Oh doch. Oh doch. Upsala, ich brauche 9. Ich brauche insgesamt 18 plus 4. Nicht wahr? Nee, 16 plus 4. Also insgesamt brauche ich 20. Ja, ist ja egal. Auf jeden Fall, darum kümmern wir uns immer im Stream und sonst was. Generell. Also jetzt, nach 7 Minuten, fast 8 Minuten. Oder bei euch sind es schon 8 Minuten wegen des Intros. Was habe ich gemacht seit der letzten Folge? Was habe ich schon wieder so rumgetrieben? In erster Linie habe ich mich auf dieses Ereignis hier vorbereitet, mit dem Solar Panel 5. Das haben wir noch gar nicht so lange, oder ich habe das noch gar nicht so lange, nämlich eben seit dem letzten Mal, wo ich daran gearbeitet habe. Oh. Oh. Oh, ich könnte auch einen verdieben. Naja, egal. Auf jeden Fall habe ich Solar Panel 5 gemacht. Das Praktische ist eben, ja, dass sie sicher stacken und deswegen, ne, habe ich das hier for free bekommen irgendwie. Dafür habe ich Solar Panel 4 gemacht, dafür 3, dafür 2. Ganz viele Mirrors und Holz habe ich verbraucht. Also, in erster Linie habe ich erstmal Solar Panels gecraftet, damit wir wirklich auch genug solare Energie haben, damit wir zumindest das meiste schon mal erledigen können. Gut. Denn als nächstes, das hier ist eine Obsidian-Automatisierung. Dieser einzige Crucible hier nimmt sich immer mal wieder Lava hier raus. Also dieser Crucible produziert gerade dauerhaft Lava. Die anderen sind alle voll. Lol. Der hier produziert dauerhaft Lava und schmeißt das hier rein. Und sobald hier das voll ist, dieses Panel, dieses Stone Barrel, wird ein Obsidian produziert. Ich habe den Server mal wieder laufen lassen. Das sind fast 1200 Obsidian. Okay. Also, ich meine, ich will ja nicht sagen, das ist schon echt viel Obsidian, dafür, dass wir da fast gar nichts mit machen müssen. Außer so irgendwelchen komischen, zum Beispiel gerade für Solar Panels können wir das eigentlich ganz gut gebrauchen. Oder ein Beacon, ganz klar. Pff.
Aber ich würde, also ich würde schon sagen, dass das schon eher krass ist, ja, 1000 Obsidian mal eben so zu machen auf meinem Level. Okay, das ist eigentlich nur eine ganz einfache Obsidian-Produktion. Hat mal eben so 1000 Obsidian produziert. Ist ja auch schon über den Tag hinweg. Gut, das als nächstes ist eine Toolforge. Das ist halt eine krassere Version der Toolstation. Ja, die habe ich mit Copperblocks gemacht, weil ich nicht so viel Eisen hatte. Gut, jetzt habe ich wieder Eisen. 1600. Gut. Ja. Einfach 3000 Flint. 3000 Flint. Ach du meine Güte. Naja, so, also. Kommen wir zum nächsten. Das hier. Den kennt ihr auch noch nicht. Oh, upsala. Das ist ein Empowerer. Wofür brauche ich den? Ganz einfach, um weiterzukommen. Nämlich mit Upgrade-Kits. Also, fangen wir langsam an. Das hier ist gerade unser Pyro Photogenic Insulator. Ja. Ich habe ihn ans Laufen bekommen. Es ist ein bisschen kompliziert. Wenn man diesen Eingang hier nimmt, diesen blauen, ja, dann meint er damit nicht nur die beiden, sondern insgeheim auch den. Das heißt, jetzt kann ich von links auch Wasser einspeisen. Okay, darum geht's. Das wird hier gemacht. Dieser Tank ist schon wieder auf 80. Buckets, ne? Gut. Das ist unser Photogenic Insulator. Der hat zwei Augments. Nämlich einmal dieses Sapling Infuser Augment. Das haben wir ja gestern, in der letzten Folge schon gemacht. So. Das war nicht gestern. So. Und sonst. Wann habe ich die Folge eigentlich aufgenommen? War das nicht gestern? Das war tatsächlich gestern. Naja. Also hier ist Sapling Infuser und dieses Auxiliary Reception Coil. Das macht die Sachen einfach nur besser. Schneller. Braucht auch mehr Energie dann. Trotzdem, es läuft halt schneller, okay? Das passiert zwar sowieso schon, wenn man den upgradet. Dafür ich allerdings, damit ich allerdings zwei Augments da reinpacken kann, muss ich ihn auf Reinforced upgraden, ja? Das habe ich hier gemacht und das habe ich auch. Gib mal her, bitte. Das kann man ja hier nicht, das kann man sich ja nicht geben. So. So, Dankeschön. Upsala. Mann. Naja, das habe ich auch gemacht. Hier hinten beim Pulverizer. Kann ich einen Apfel essen? Oh, tatsächlich. Wie praktisch. Warum wachsen hier eigentlich immer Äpfel? Blöde Apfelbäume. Die sollen keine Äpfel mehr wachsen. Es sind zu viele. Also, das habe ich hier hinten bei dem Pulverizer auch gemacht. Auch der hat zwei Augments, nämlich einmal dieses hier. Und das hier, das braucht die Chances of a Secondary Product. Das brauche ich zum Beispiel für Nita, für Phytogrow. Und mit diesem Wort kommen wir zum Photogenic Insulator. Diesem guten Teil hier. Der hat uns ja Holz gemacht. Der ist ja eine ziemlich gute Baumfarm. Ich habe gestern ziemlich lange aktiv noch hier drin gespielt auf dem Server. Ziemlich viele Sachen gemacht. Ich habe den zum Beispiel ans Laufen bekommen. Ja. Das ist ein Draw. Ja. Das hier ist ein Draw. Ein Oak Draw. Hat übrigens Upgrades. Fünf Stück. Fünf große Emerald Upgrades. Braucht er auch. Aber nicht alle. Also der hat seinen Job gut gemacht. Kurz gesagt. Okay. Phytogrow ist für uns extremst einfach. Ja, und er hat wirklich viele Bäume produziert. Und das Praktische ist, dass wir aus einmal Sapling machen, im Photogenic Insulator, da wir ja Rich Photogrow verwenden, genau einen Sapling bekommen. Dadurch konnte ich den Sapling einfach immer wieder da reinleiten und wieder da reinleiten und wieder da reinleiten, so dass ich halt keinen Sapling gewinne, aber auch keinen verliere. Und 12 Oakwood, ja, das sind ganze 12 Oakwood wirklich, pro Sapling. Und pro Phytogrow. Und ich habe so einiges Phytogrow reingeschmissen. Meine Freunde, wir haben 7000 Holz. 7000. Erinnert ihr euch noch an Holzprobleme? Ich auch nicht. Also das sind 6750 Holz. Das sind 105,5 Stacks. Ein normaler Drawer ohne Upgrade
kann 32 halten. Davon habe ich das Dreifache. Okay. Das sind 7000 Oak Logs. Wollte ich nur erwähnt haben. 7000. Okay, gut. Trotzdem, ich habe ihn geupgradet mit dem Reinforced Upgrade Kit. Dafür braucht man nur leider ein Empowered Emeraldic Crystal. Ja. Als nächstes kommt auch ein Signalum, da braucht man Kryotium für. Das ist aber kein Problem, weil wir das auch im Fluid Transposer machen können, so wie das andere Ding auch. Aber egal. Empowered Emeraldic Crystal macht man in dem Empowerer. Das Ding macht man im Atomic Reconstructor. Nos problemos. Das Ding ist nur, dass man den Empowerer dafür craften muss. Das war ein kleiner Krampf. Ist ja gut. Ich gebe es ja zu. Vor allem, weil wir unfassbar viel Quarz gebraucht haben. Gut, dass ich den jetzt geupgradet habe. Aber ich habe den Emperor gemacht. Das ist ein Emperor, der braucht gar nicht so viel Strom tatsächlich. Und ich kann damit wirklich relativ viele Reinforced Upgrades machen. Das würde ich schon mal behaupten. Genau, wir müssen langsam wieder schlafen. Genau, ich habe den Emperor gemacht. Damit Empowered Emeraldic Crystals gemacht. Und damit dann. Die Reinforced Upgrades, nämlich in dem Fall jetzt erstmal zwei Stück. Ich habe auch gar nicht so viele Emeraldic Crystals, aber egal. Kommen wir als nächstes zum Actually Editions, zum, wie heißt der? Atomic Reconstructor. Ich habe den ein bisschen geupdatet, okay? Ich habe keinen Bock mehr hier, die ganze Zeit Sand, 13 Stück irgendwie, ne, den bis hierhin schießen zu lassen, alle Souls sind abzubauen, Sand dafür hinzusetzen und fertig. Man kann das ja auch als Item machen, okay? Cobblestone wird von dem Atomic Reconstructor nicht, also nicht beeinflusst. Das hat keine Auswirkung. Okay, der Atomic Reconstructor macht nichts mit Cobblestone. Das heißt, ich kann hier jetzt irgendwas reinschmeißen und diesen Hebel betätigen. Denn ich habe ihn jetzt auf Poles gelassen, sodass ich das machen kann. Okay, der macht gerade nichts, aber YOLO, ne? So kann ich wirklich entscheiden, wann er denn auch was macht. Und das, so kann ich deutlich schneller Soul Sand machen. Ich kann einfach einen Stack Sand da reinschmeißen, fünfmal den Hebel betätigen, also nicht so schnell wie gerade, weil der sich ja auch wieder aufladen muss. Dadurch habe ich den Stack dann umgewandelt in Soul Sand. Das ist auch deutlich praktischer für Automatisierung. Ich kann das Gate dazu essen. Vielen Dank. Ja. Ne? Also, Atomic Reconstructor geupdatet. Toolforge, automatische Obsidianproduktion, Reinforced Upgrades, nämlich mit dem Empowerer. Genau, hier der. Was hat der eigentlich gemacht? Gar nichts. Voller Sack. Das Rommel hier, eine Kiste. Okay, die haben alle jetzt. Die haben. Also, okay. Der hat auch nichts, aber der hat zum Beispiel dieses Augment hier, damit er schneller ist. Ist aber auch noch nicht Reinforced und sowas. Also, ne, da kommt, da kann noch was kommen. In der neuen Base. Haha. Genau. Ach, guck. Naja. Genau, das ist das Prinzip. Die Maschinchen hier alle ein bisschen geupgradet. Oh, hier, da ist aber einiges von Silicon rausgekommen. Das war praktisch. Ich habe das Gefühl, unser Flint da, der tut, der bringt echt Wunder. So, das ist übrigens immer noch der erste Stack, ne? Der macht hier weiter seinen Job. Ich habe wieder Iron Meshes gemacht, sie sind wieder ausgegangen und sonstiges. Okay. Und 7000 Holz. YOLO. Achso, ah, ja, eins habe ich noch vergessen. Richtig. Hier links dran. Ich habe es schneller als Gate geschafft, nämlich zwischen Folge 18 und 19. Ich habe eine automatische Clay-Produktion gebaut. Das hat nur all meinen Dust gefressen. Das sind 17 Stacks Clay. Das sind 1000 Clay-Blöcke. Okay. Auch der ist ein bisschen ausgerastet, hat 1000 Dust umgewandelt. Das Ding ist, sobald man die automatische Wasserquelle hat, ist das überhaupt kein Problem mehr. Also gar keins. Das Ding ist, ich könnte dieses Ding hier ja beliebig oft nochmal bauen, weil das ja das Problem war, dass ich dafür das erste Mal den Resonator brauchte. Und sonst ist es ja eine, eine Weighted Pressure Plate, eine Golden Pickaxe. Ihr könnt mich mal, ne? So. Hätten wir das geklärt. Also, der hat übrigens auch vier Storage Upgrades, einfach nur zur Sicherheit.
Weil ein Compacting Drawer auch weniger machen kann. Der kann jetzt aber auch 800 Stacks. Das wird schon passen. Na, und der hier, ich weiß gar nicht, wie viel ich da rausnehmen kann. Ach, das ist fest. Da ist nur ein fest. Ah, oh ja, stimmt. Richtig. Naja, also ne, eigentlich reicht eins schon, weil das halt 13 Mal das Storage macht. Egal. Heute geht's um den Anfang dieser Plattform da oben. Nämlich, ich habe mir überlegt, auf Höhe 150 ist eigentlich eine ganz gute Höhe. Dafür könnte ich allerdings einen Angel Block gebrauchen, übrigens. Okay, YOLO. Ja, gut, das ohne Feather. Oh, verdammt. Nein, nein. Ah. Es wird auch so funktionieren. Ich brauche nicht unbedingt einen Angel Block. Es wäre noch ganz schön gewesen. Naja, egal. Steht das eigentlich irgendwo? Nee, okay, gut. Also, heute mache ich ein Jetpack. Denn ich will ja auch irgendwie da hochkommen und ein Elevator braucht leider wieder Enderperlen und ich habe keine Enderperlen. So, ich habe überlegt, okay, gut, dann mache ich mir einfach mal ein Electrical Steel Jetpack, weil es ja Tier 2 ist. Das Praktische daran ist ja, das ist ja super mal, weil ich da ja Electrical Steel, okay, das ist schwierig, aber immerhin. Mir ist nur gar nicht aufgefallen, dass ich auch die hier machen kann. Und davon kann ich Leadstone machen wahrscheinlich. Oh. 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 Naja, es wird viel Rumcrafterei. Das ist. Oh, nee, gar keinen Bock. Wie macht man dieses Sulfur nochmal? Im Pulverizer, was muss man da durchsieben? Durchbraten. Netherrack? Ah, nee, Kohle, stimmt. Ja, ist gut. So. Also nochmal. Leadstone ist okay. Hardened ist wahrscheinlich schon wieder ein bisschen schwieriger. Oder? Das ist ein Reactant Dynamo. Dynamo. Aber das ist eigentlich auch kein Problem. Hoffe ich zumindest. Es ist, wie gesagt, echt viel Rumcrafterei. Echt viel Invar, was wir dafür brauchen. Aber wir haben ja extra einen Alloy-Smelter. Also, ne? Ich sag ja Lolo. YOLO. Ja, genau. Das dürfte passen. Und selbst ein Reinforced. Sorry, das war laut. Und selbst ein Reinforced Jetpack ist, glaube ich, gar nicht so das große Problem. Ja, gut, es ist natürlich schon. Ja, ne? Es ist natürlich schon ein bisschen kompliziert. Mit Destabilized Redstone Bucket. Aber, Magmatic Dynamo. Auch krass. Ach ja. Viel Rumcrafterei. Ich sag's ja. Aber das Ding kann schon 211 pro Tick verbrauchen. Das ist schon echt ein krasses Jetpack, glaube ich. Must be worn as a chestplate. Ja, gut. Ne? Wie macht man Angel Ring? Das wäre ja auch interessant. Einfach nur mal so. Ja, genau. Ja, genau. Ja, doch, doch. Ja, da braucht man Ghast. Oh, komm. Angel Ring. Angel Ring. Der braucht einen Ring of the Flying Squid. Ah ja. Naja, uses 32 GP. Selbst der ist schon echt krass. Chicken Wing Ring. Chicken. Okay. Es ist halt echt viel zu kompliziert. Wir machen Jetpack. Wir sind bei 23 Minuten Aufnahmezeit. Ich würde sagen, wir machen kurz ein Jetpack. Das dürfte ja nur extrem lange dauern. Ich mache ein bisschen Invar übrigens. Invar braucht das richtige Invar bitte. Braucht zwei Eisen und ein Nickel. Gut, dann nehmen wir uns doch einfach mal zwei Eisen. Zwei Stacks, um genau. Ah ne, ein Eisen. Ein Stack Eisen geht nur. Und einen halben Stack Nickel. Perfekto. Ja. Und tun das da rein. In dieses gute Teil hier. Der ist relativ schnell, würde ich sagen. Oh ja. Genau. Der ist schon eher ziemlich schnell. Gut. Also. Wie? Was? Wären da direkt drei raus? Oh, krass. Gut. Also. Harden Jetpack, Electrum. Kann ich das auch hier machen? Perfekto. Das geht ja auch. Gut, dann machen wir doch einfach mal ein Stack Electrum. Weil ich es kann. Was war das? Silber und Gold? Ja, ich glaube schon. Ich einfach auch 800 Gold habe. 800, 800, ja doch, 800 Gold. So, pack das mal da rein. Das geht auch ziemlich schnell.
Okay. Beruhig dich, mein Freund. Beruhig dich. So. Also hier, der ist schon fertig oder fast fertig zumindest. Hat schon 63 Invar. Okay, ich würde sagen, wir sehen uns wieder, nachdem ich hier so ein bisschen was. Ach, haben wir überhaupt Leder? Ne, hier sowieso nicht. Haben wir überhaupt drüben Leder? Also das Problem ist, wir müssen das halt im Atomic Reconstructor machen. Das ist kein Problem. Aber eigentlich haben wir hier. Ja, eigentlich brauche ich es gar nicht erst versuchen. Zeitraffer. So, ich bin bei 33 Minuten Aufnahmezeit. Ich weiß ja nicht, wie es bei euch aussieht, aber ich hoffe, ihr habt noch weniger als 30 Minuten. So, jetzt. Das sieht ein bisschen komisch aus. Aber es ist ein Jetpack. Es hat halt nur keine Textur. Naja. Man kann das auch übrigens noch armoren. Was hat das? Naja, interessant. Known. Ah ja. Naja, egal. Auf jeden Fall kann man das auch hier irgendwo armoren. Eigentlich. Ja, ne? Aber wie? Ach, die gibt's nicht in Armored. Ach so. Ah ja. Okay, ich verstehe. Ja gut. Die ist übrigens deaktiviert. Das heißt, wir müssen uns, wenn dann, an diese wagen. Da braucht halt. Das braucht wiederum in der IO und das wird auch irgendwann erst später sein. So. Das ist hier doch mal eine. Man kriegt übrigens. Ah, ne, man kriegt ja. Ah, ich kriege keinen Fallschaden. Stimmt, ich habe ja Slime Boots. Ha, lül. Das ist natürlich echt irgendwie langsam. Aber es ist okay, oder? Ich meine, ich finde es vollkommen okay eigentlich. Ich meine, es geht nach oben. So, jetzt wäre natürlich nur interessant, wie aktiviert man den Hover-Mode? Und das wäre jetzt bei Simply Jetpacks, deswegen gehen wir einfach mal nach unten irgendwo zu S. Simply Jetpacks. Toggle Hover-Mode. Geht das auf N? Nein, das geht natürlich nicht auf N. Punkt. Period. Hahaha. Lül. Equals. Okay. Mache ich damit jetzt irgendwas falsch? Nein, ne? So, jetzt habe ich Hover Mode. Genau, und was ich. Das habe ich mir nämlich schon gedacht. Das funktioniert nämlich nicht. Also, es ist nicht wirklich so, dass der Hover Mode so wirklich gut funktioniert. Außerdem. Ja, es geht, ne? Eigentlich. Geht's. So, Basic Capacitor Pack übrigens braucht. Auch must be worn as a chestplate. Aha. Create a Flux Pack. Pack.
Gibt es hier auch irgendwelche anderen Packs, die vielleicht noch was aufladen? Das Jetpack vielleicht? Denn das muss ja als eine Chestplate gewarnt werden. Gewarnt werden. Tja. Was weiß ich. Naja, gut. Aber ich meine, es funktioniert. Das ist okay. Dann machen wir den Hover-Mode wieder aus. So. Finde ich irgendwie persönlich angenehmer. So, jetzt. Gib mir doch bitte mal meine Apple Sauce hier. Vielen Dank. So, habe ich dieses Soulforged Steel Chest Plate gemacht. Und habe jetzt hier ein. Also, ich habe sie nicht gemacht, sondern ich habe sie bekommen. Ja, gut. Ich habe jetzt ein Jetpack. Das finde ich doch eigentlich. Ich finde, das kann man sich mal geben, oder? Und mit Slime Boots in Verbindung mit denen ist das sogar noch viel lustiger. Boing. 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 Ups, bin ich auf dem Emmy-Core. Naja, egal. Das Ding ist natürlich, man fliegt natürlich jedes Mal hoch. Das Ding dabei ist allerdings auch. Also beim Springen meine ich jetzt. Man kann dann zum Beispiel sowas machen. Oder direkt hier auf den Baum. Oder auf den Baum. Perfekt. Nicht wahr? Man kennt's. So, ja, ich find's gut. Ich finde den Jetpack eigentlich ganz okay. So, nun zu etwas ganz anderem. In Vorbereitung. Es gibt hier auch diese coolen Wands. Also, Wands, wie auch immer. Das ist ein Diamond Wand. Der wird so gecraftet. Und das ist ein Builders Wand, der 1561 Blöcke am Stück bauen könnte. Okay. So viele Blöcke werde ich natürlich nicht im Inventar haben können. Aber immerhin. Also ich will, ne, der Stone Wand kann 5 Blöcke, der Iron Wand 9 Blöcke und der Diamond Wand 1561. Hier haben wir sogar noch 4000. Ach, den kann man sogar machen. Ja, genau, so sieht das nämlich aus. Das sind die gleichen Rezepte, die muss man dann halt zusammencraften. Da braucht man dann halt Netherstars für. Und dann kann man zum Beispiel sogar auch einen Unbreakable Wand machen. Okay. Und kann mit diesem Unbreakable Wand 16.000 Blöcke am Stück bauen. Das ist natürlich ein bisschen krass. Aber ich finde, so generell ist ein Wand da gar nicht so schlecht, um die Plattform zu bauen, muss ich sagen. Die Vorstellung gefällt mir eigentlich ganz gut. Ja, so. Deswegen. Ja, das sieht halt echt schon komisch aus. Nicht wahr? Ich habe ein Jetpack. Jo, so. Also, heute machen wir, gut, das ist jetzt nicht so schwierig. Das Problem ist natürlich immer noch, dass wir dass ein Angel Block oder etwas ähnliches schon echt praktisch wäre. Wofür ein Hühnchen nicht praktisch wäre, weil wir das brauchen. Am besten. Chicken, gibt's hier den Chicken Stick? Tatsächlich, das ist aber schade. Dass man damit mit einem Stick auf das Ding hauen muss. Ein Chicken. Der braucht aber wieder einen Chicken Spawner. Naja. Eine Chicken Soup. Ach, das ist von Chicken Chunks. Naja, egal. Auf jeden Fall muss jetzt hier Chicken Jerky gibt's auch. Aber es wäre schon ganz praktisch irgendwie. Obwohl ich nicht glaube, dass es das gibt. Irgendwie ein Chicken zu bekommen. Mal guck. Deswegen. Oh, Angry Chicken. Interessant. Naja, auf jeden Fall wäre ein Angel Block tatsächlich echt praktisch, weil ich sonst den Jetpack ja gar nicht bräuchte. Ja, jo, ne? Gut. Wie machen wir's? Machen wir einen Angel Block? Oder gibt's vielleicht sogar eine Alternative?
Es gibt natürlich immer die Möglichkeit, Angel Block. Es gibt natürlich immer die Alternative, vielleicht zu gucken, ob es da auch ein This block is unique in that it does not need another block for it to be built against, so it can be placed in mid-air. When right-clicking, the block will be placed in the direction you're looking. The block can't be placed diagonally in mid-air. No tool is required to break the block and is broken instantly, even without any tools. After breaking, the block does not drop. Oh, but rather instantly returns to the player's inventory. Ach so. Ah, ich dachte. Ja, gut. Aber das heißt ja trotzdem, dass das irgendwie echt kompliziert für uns ist. Wir könnten natürlich auch, einfach weil ich es kann, einen Recycler machen. Ich fürchte, ich habe keinen Electronic Circuit. Ich fürchte, ich habe auch keine Insulated Copper Cables. Ich fürchte, ich habe gar keine Copper Cables. Gib mir mal so ein paar Copper Cables. Vielen Dank. Na, vielen Dank. Vielen Dank. Upsala. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. So. 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 Wow. Ich wollte eigentlich nur einen Recycler. So. Bitteschön. Das ist ein Recycler. Ich bin mir nur nicht sicher, wie schnell der jetzt ist. Der macht unangenehme Geräusche. Aber was man da jetzt machen kann, man kann da zum Beispiel Cobblestone reintun. Und dann sollte der das jetzt umwandeln. In Scrap. Doch, da ist ein Scrap. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit ist einfach nur gering. Okay, das ist keine Möglichkeit, fürchte ich, weil wir Scrap. Oder bekommen wir Scrap noch sonst wie? Oder bekommen wir vielleicht eine Scrap-Box noch sonst? Eigentlich, upsala, eigentlich nicht. Das war schon wieder laut. Das tut mir wieder leid. Eine Scrap-Box kriegt man nur durch Scrap und Scrap kriegt man nur im Recycler. Da kann man zwar auch andere Sachen reintun, aber das bringt ja nichts und Cobblestone ist dafür halt echt schon praktisch. Ja gut, wir können aber leider auch keine Overclocker-Upgrades machen, das ist das Problem, glaube ich zumindest. Overclocker. Es ist halt echt kompliziert, Daniel. Nicht wahr? IC2 Coolant. Wie mache ich eine Fluid Cell mit IC2 Coolant? IC2 Coolant. Also, ja, okay, gar nicht. Glass Fiber Wire Relay. Wow. Und IC2 Coolant. Wie kriegt man IC2 Coolant? Naja. Trotzdem haben wir keine Möglichkeit dazu. Das ist der achte. Vielleicht kriegen wir noch einen neunten. Vielen Dank. Und können zumindest eine Scrapbox öffnen, weil da so einige Sachen rauskommen. Zum Beispiel ein Leder. Was uns nichts bringt. Wie ist da die Chance? Durch Scrapboxen. 1,93%. Und die einer Feder ist 1,99%. Ich würde sagen, das ist irgendwie schon so ein bisschen möglich, oder? Ich meine, ich könnte auch einfach mich da hochbauen. Ja. Das wäre nicht ganz so, das wäre nicht ganz so cool, ne? Ach ja, ich sage danke fürs dabei gewesen sein. Das finde ich trotzdem schön. Wir haben Jetpack. Okay.
Die Folge heißt, ich ziehe um, wir craften mal eben so einen harten Jetpack auf das Reinforced Jetpack, ne, nur falls ihr euch das fragt, da hatte ich übrigens keine Lust. Das ist halt echt kompliziert mit Reinforced Flugstacks und sowas. Ich hoffe, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder und ich hoffe, dass in der nächsten Folge so einiges anders sein wird. Falls ihr Anmerkungen habt, Fragen, gerne in die Kommentare. Das sage ich jetzt das erste Mal. Ich freue mich immer über Kommentare, weil ich normalerweise einfach keine bekomme. Vielen Dank fürs Zusehen und dabei gewesen sein. Macht's gut. Bis nächstes Mal und ciao. Tschüssi.